Hallo ihr Hübschen! Tja, einmal mehr ist es passiert und leider müssen wir schon wieder drüber reden. Es gab einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt, diesmal in Straßburg in Frankreich. Der Täter Cherif C. hat in der Straßburger Altstadt auf einem der beliebtesten und zentralen Weihnachtsmärkte überhaupt mit einer Waffe das Feuer in die Menge eröffnet und dabei nach aktuellem Kenntnisstand 2 Personen getötet und mindestens 14 Personen noch zum Teil schwer verletzt. Das besonders perfide, auch hier ist es wie so oft wieder der Fall, dass der Täter den Polizeibehörden bereits bekannt war. Allerdings muss man an dieser Stelle sagen, obwohl der Anschlag diesmal in Frankreich stattfand, war er, und auch das ist nichts Neues, vor allem den deutschen Strafbehörden bekannt. Der Attentäter Cherif C. wurde bereits 2016 in Baden-Württemberg, also hier in Deutschland, wegen schwerem Einbruchdiebstahl in mindestens 2 ihm nachgewiesenen Fällen zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Und es war den Ermittlungsbehörden wohl auch bekannt, dass er sich im Knast dann extrem radikalisiert hat. Er ist vor Monaten nach Frankreich abgeschoben worden, hat dort jetzt diese feige, widerliche Bluttat begangen. Und aktuell sieht es so aus, dass Cherif C. weiterhin auf der Flucht ist. Man geht sogar davon aus, er könnte zurück nach Deutschland geflohen sein. Besonders mulmig wird das Gefühl in der Magengegend, wenn man sich Aussagen vom deutschen Terrorismusexperten Peter Neumann beispielsweise vor Augen führt. Der behauptet, dass es aus Erfahrungswerten, die man in den letzten Jahren gesammelt hat, jetzt aktuell wahrscheinlicher ist, dass es weitere solcher Anschläge geben wird. Also ganz konkret terroristisch motivierte Anschläge auf Weihnachtsmärkte, auf Attraktionen innerhalb einer Stadt. Denn es ist, wie gesagt, aus Erfahrungswerten, die man gesammelt hat, nun mal der Fall, dass besonders bei solchen politisch oder religiös motivierten Attentaten die Nachahmungsmechanismen oder das Triggern von Trittbrettfahrern unheimlich hoch ist, weshalb auch wir hier in Deutschland mit Sicherheit davon ausgehen können, dass wir verstärkt Polizeieinsätze bzw. Polizeieinheiten, Polizisten auf Weihnachtsmärkten sehen werden. Was uns, das sage ich aber ganz deutlich, die Weihnachtsmärkte das Glühwein trinken, Spaß haben und kotzen nach dem 6. Mal Breakdance fahren nicht vermiesen sollte. Und ich spreche euch jetzt einfach mal alle an, ich hoffe, dass ich mit der Einstellung nicht allein dastehe. In Frankreich wiederum hat Präsident Macron 1300 weitere Soldaten auf die Straßen geschickt, die patrouillieren. Und er hat dieselbe außerordentlich schlagkräftige Einsatztruppe zurück ins Leben gerufen, die damals auch nach dem Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo in Frankreich zuständig war. Augenzeugen berichten sogar, dass der Täter angeschossen wurde, vielleicht mittlerweile sogar verendet ist, man weiß es allerdings nicht. Es wird ja viel erzählt. Vor allem im Internet. Und da ist noch eine Sache, neben der ganzen Abartigkeit, die die Tat sowieso schon hat, die mich extrem aufregt. Denn wir wissen's. The Internet is for porn. Ja, aber leider auch, the Internet is for conspiracy theories. Und so rankt sich jetzt schon wieder eine Verschwörungstheorie nach der anderen um dieses Thema, bei der Menschen tatsächlich behaupten, es wäre eine sogenannte False Flag Aktion, also von der Regierung Frankreichs initiiert und geplant und durchgeführt, um das Land wieder zu einen, jetzt wo gerade diese extremen Gelbwesten-Proteste und Aufstände in den Städten herrschen. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Wie kann man die Opfer von so einem Anschlag so verhöhnen, indem man so eine Scheiße ins Internet postet? Ich an dieser Stelle sage ganz klar, das regt mich extrem auf. Ich hoffe, Cherif C. wird schnellstmöglich gefangen, gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt. Vor allem aber steht fest, natürlich halte ich euch über das Thema weiterhin auf dem Laufenden. Und heute kommt noch ein anderes Video, wie sich unser Innenminister Horst Seehofer vorstellt, wie man solche Geschichten in Zukunft eventuell vielleicht verhindern könnte. Das könnt ihr euch in der News-Playlist auch anschauen. Bis dahin, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's nicht gut! Macht's besser, lasst eure Gedanken und Kommentare gerne auf eine vernünftige, faire und menschenwürdige Art und Weise. Ich weiß, es fällt nicht jedem einfach hier auf YouTube in den Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür. Und bis dahin, Community High Five in 3, 2, 1, BAM!